So, hallo. Part, ich glaube, 4 von Ultra Hard Challenge. Bei Satan habe ich irgendwie mich komplett verzählt. Da habe ich irgendwie gesagt, so Part 5 und wir waren in Part. Yo, Curse of Darkness, du kannst mich mal kreuzweise. Den nehmen wir direkt raus. Der ist zum Glück nicht immer dabei. Das war nicht so gut. Ich will doch nur in die Kisten gucken. Da ist wahrscheinlich eh Müll drin. Mach ich ja. Weißt du? Lass mich Kisten gucken. Luck up, HP down. Ja, ich glaub's auch. Revenge Fly ist natürlich eine nice Geschichte. Auf jeden Fall was, wo ich nicht sagen würde, das ist ein Grund, den Run zu beenden, sondern das ist ein Grund, den Run zu verfolgen. Trotzdem will ich natürlich nicht getroffen werden. Aber wenn ich halt einmal getroffen werde, dann klärt die Fliege für mich den Raum. Ah, trotzdem scheiße getroffen zu. Oh Gott. Wenn wir bitte so einen Poop bekommen, so einen hier, so ein Trinket-Dings. Lucky Poop-Dings, keine Ahnung, wie es heißt. Das wäre jetzt awesome. Bleib, wo du bist. Komm schon, gib mir so ein Trinket. Komm schon, nicht beim letzten dann erst. Nicht das beim letzten. Jetzt. 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 Jetzt, 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 jetzt. Dann halt nicht. Es war ein Versuch. Immerhin Schlüssel. Schlüssel ist schon mal gut für die nächste Ebene, die wir nie erreichen werden, aber hey, oha. Ja, oder Schlüssel ist hierfür gut. Jo, Schlüssel ist hierfür gut. So, zweiter Itemraum. Bitte enttäusch mich nicht. Wie so ein Gacha-Spiel, ne? Also du investierst Zeit und bekommst entweder cooles Zeug. Okay, das ist wieder dieses Fly-Revenge-Ding. Das mir vorhin schon nicht viel gebracht hat. Hör auf, Kacke zu spawnen. Hier ist nichts weiter. Nee, man muss doch nicht denn hin, wenn so viel Scheiße um mich rum ist. Hä, was? Was hat, wo bin ich jetzt wieder? Ich den Hit habe ich jetzt wieder nicht gesehen. Wahrscheinlich war irgendwas zu nah dran. Keine Ahnung. Ach so. Es ist doch alles Kacke. Es ist doch alles Kacke. Alter, geh kaputt! Vielen Dank für deine Kooperation. Oh man. Ja, doch, einen Schlüssel würde ich mir eher gönnen als eine Bombe.
Okay. Immer noch einen Lucky Poop. Oder irgendwas anderes Cooles. Münze. Nein. Dann weg. Okay. Ist mein Scheiß ernst, dass ich da jetzt getroffen wurde, ne? Mein Gut, dann erklärt die Fliege jetzt den Rest für mich, aber musste halt wieder sein. Das musste halt jetzt wieder sein. Nur noch ein halbes Herz. Ich hoffe, ich kriege ein HP ab. Das wäre jetzt meine Rettung. Weil die Fliege würde ich schon gerne noch ein bisschen... Okay. Jetzt wann dann? Credit Card. Okay. Vielleicht haben wir noch eine Chance mit dem Boomerang. Ach, ich hätte ihn so kaputt machen. Ja, ich bin blöd. Ich hätte keine Bombe opfern müssen. Ich hätte keine Bombe. Ja, war doof. War doof, never mind. Ich bin doof. Okay. Kein Risiko. Keine Gefangenen. Oh boy, die Hitbox war auf meiner Seite. Jetzt ein HP ab, jetzt ein HP ab, jetzt ein HP ab. Come on. Come on, be nice. Be nice. Yes. Duct Tape. Ich guck jetzt nach. Duct Tape, gucke ich jetzt wieder mal nach. Toilettenpapier, was könnte das sein? Ein Afterbirth Plus Trinket. Causes any orbitals you have to stop moving while held. Stops shooting familiars from moving, including Lily's Incubus. Ja, gut, da wir eh gerade nichts anderes haben, kann ich es mal mitnehmen. Ach, die Fliege macht dann da auch nichts um mich rum, ne? Die Fliege ist dann da, die ist dann still. Ansonsten geht die so um mich rum. Ah, dann lieber nicht. Nicht, dass die noch nachher irgendwie schlecht davon affected wird. So, was nehmen wir mit? Ich würde die Tour of Diamonds mitnehmen. Wir haben drei Schlüssel. Ich glaube, wir haben Glück und bekommen die nächsten Itemräume zu sehen. Mit dem Boomerang komme ich halt auch, wenn ich Glück habe, einigermaßen gut. Oh. Hol mir das ganze Zeug. Hol mir alles. Hol mir alles. Komm ich da bis ran an die, an die. Oh, ich komme mit dem Boomerang nicht an die Pille ran, ne? Vielleicht so schräg irgendwie. Okay, ich komme nicht an die Pille ran. Na gut. Bevor sie schlecht ist, vielleicht besser so. Scheiß! Renn aber auch überall rein, ey. So stressig. So, mach dich weg. Ah, oh, es reicht nicht mal, um wegzumachen.
Okay, cool. Aber Energie ist halt schon wieder jetzt kacke. Ist jetzt schon wieder kacke. Ich schaff's nicht. Ich komm durch die Challenge nicht durch, ohne kaputt zu gehen. Ach du Schande. Alter, ist viel zu viel auf einmal. Ich bin hier komplett lost. Die Reichweite von dem Boomerang ist auch jetzt nicht so das Beste. Aber an sich ist halt cool, um Sachen zu holen. So, dafür ist er ganz cool. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh nee, jetzt sind es zwei geworden. Okay, der Typ ist weg. Mit denen, die haben jetzt halt ein festes Muster, ein Bewegungsmuster. Die kriege ich jetzt weg. Die kriege ich jetzt weggefrühstückt. Die haben... Joi. Oh Gott, Shop oder Itemraum. Aber wir müssen überleben bis dahin. Mama. Kann der Boomerang das explodieren bringen? Nee, ne? Kann er nicht. Okay. Machen wir das so. Dann machen wir das so. Achso, da brauche ich ja nicht mal. Hätte ich nicht mal den Boomerang dann gebraucht dafür. Holy shit, wir haben so viele Münzen. Ich will sie in den Shop finden. Oh, der Raum gefällt mir schon wieder überhaupt nicht. So wenig Möglichkeit auszuweichen und so viele Explosionsding von denen. Die explodieren mir alle im Gesicht. Die explodieren mir alle gleich im Gesicht. Überhaupt nicht meins. Wenn es mal weniger werden würden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hilfe! Nee. Gott. Alter. Okay, einer noch, den kriegen wir weg. Den kriegen wir weg. Der macht jetzt keinen Ärger mehr. Aber wir haben immer noch keinen einen. Nee, wie ist es denn? Geh kaputt. Geh kaputt, bevor du irgendeine Scheiße machst. Okay. So, den müsste ich jetzt wegkriegen mit genug Entfernung. Like so. Dass der groß ist, ist mir völlig egal. Juckt überhaupt nicht. Problem ist, wir sind immer noch nicht bei einem Itemraum angekommen. Von dem Raum aus geht es immer noch nicht weiter. Es ist so furchtbar. Es ist alles furchtbar. Es ist alles furchtbar. Ey, das ist jetzt am blödsten. Oh Gott, ich werde hier abgeschossen. Wie soll ich denn da hinkommen? Ganz ehrlich? Ich mache das jetzt mal so. Ob ich den Raum schaffe oder den anderen, ob ich da nochmal durch muss oder nicht, werden wir sehen. Ja, cool. Cooler Bomberang. Super. Gut geworfen. Fantastisch. Oh Gott. Ich könnte es wieder so machen, ich weiß, aber irgendwann habe ich halt auch keine Bomben mehr für so einen Quatsch. Jo! Okay, die ist so komisch grün, giftgrün. Die macht wahrscheinlich auch komische Dinge, wenn sie explodiert. Will da lieber weit weg sein, wenn die explodiert, würde ich sagen. Ja, die geht teilt sich in mehrere auf. Ist okay. Auch die haben ja ein recht festes Muster. Jo. Jo. Das
Ding ist halt, wenn ich diese Räume wieder zurücklaufen muss, ne, dann sollte ich die Räume zumindest clearen, die ich hinkriege. Den Raum von gerade. Den werde ich dann... Nee, da ist wieder so ein Viech rausgekommen. Auch noch. Okay, jetzt ist kein Viech rausgekommen. So, mach dich bitte weg. Mach dich bitte weg. Wir kommen einfach noch nicht. Oh Gott. Ich probiere einfach mal was zu sprengen, weil ich habe genug Bomben. Oh, wirklich? Wisst ihr, was es heißt, dass der Raum hier ist? Das heißt, wir sind näher beim Bossraum als bei allem anderen. Toll. Ich bin gleich eh tot, wenn ich hier weitermache, so. Wir haben nichts gesehen vom Shop und nichts vom Item. Nee, die klauen mir hier meine Aufladung, du, ihr Drecksäcke. Aber wir haben wieder die Dingskarte. Das ist cool. Das ist cool. Die kann halt, wenn ich sie gut einsetzen würde, coole Sachen machen. Ich dürfte aber halt... Ich muss viele Batterienkram scheiße finden oder ähnliches. Das ist das Problem. Da ist der andere Itemraum. Ich kann sie jetzt halt noch nicht einsetzen, weil jetzt würde ich ja nur das weiße Herz spawnen und wenn ich getroffen werde, ist es weg. Deswegen geht es noch nicht. Muss ich euch nicht erklären. Ja, nice. Ganz toll. Ganz toll. Fantastisches Item. Machen wir das Beste draus, I guess. Was ist das Kacke, ey. Jetzt habe ich mir die Tiers für immer versaut, ne? Oh Gott. Ich meine, wenn man weiß, wie man schießen muss, ist es vielleicht sogar ganz cool, weil man ja nicht mehr gerade schießen muss. Und dann kann man besser den ganzen Sachen ausweichen, die gerade schießen könnten. Vielleicht kann ich ja wirklich was draus machen. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich lasse mir davon jetzt nicht den Mut nehmen. Wenn das 48 Hours Energy ist, wäre es halt nice. Aber ich bin ganz ehrlich, wegen einer Pille setze ich keine Bombe ein. Vor allem nicht, wenn ich nur eine habe. So, wir machen erst die, dann befreien wir die anderen. Nicht reinlaufen, nicht reinlaufen, nicht reinlaufen, nicht reinlaufen. Oh, das ist ja gut, dass man... Oh, ich schieße über Steine drüber, oder was? Mit dem Ding, das habe ich gar nicht gerafft. Oh, das ist nicht nur... Das die Richtung... Okay. Die sind jetzt durchlässig dadurch geworden, weil sie höher sind, oder was? Cool. Das hat ja doch nochmal einen Vorteil. Den ich gar nicht bedacht habe. Das hat ja doch nochmal einen... Okay. Ja, ja gut. Damit könnte ich mich sogar anfreunden mit dem Effekt. Dass die nicht mehr abprallen. Also mit dem Effekt kann ich mich anfreunden, aber alles andere ist halt nicht so cool. Vor allem bosstechnisch wird es unangenehm. Und stellt euch den Schuss bei Satan vor, das wird irgendwie sehr komisch werden.
So, Batterie. Eine Batterie. Aber zwei 15er-Items. Eine Credit Card wäre jetzt natürlich eine Sache. Gut. Bossraum. Und ein Stein. Ja, aber will ich den jetzt... Ne, ich habe zwei Schlüssel. Komm, wir gucken mal. Gut, Bombe verschwendet, leck mich. Muss ich damit leben? Oh, ihr Gottes Willen, ey. Geh. Das war die Runde. Oh, ich habe den überhaupt nicht kommen sehen. Ne? Es ist echt kritisch. Bin ich sicher? Okay, die gehen da oben rum. Versuch mal so. Und der Slow-Effekt ist ganz cool. Ja, den bräuchte er jetzt. Denn er bräuchte ganz dringend einen Slow-Effekt. Alter. Slow-Effekt, okay. So schnell, ich realisiere diese Räume nicht. Es geht so schnell immer vorbei. Okay. Ganz sicher, was das jetzt anders macht. Achso, ja. Ja. Nun. That's it, ne? Wir machen aber ganz gut Damage, scheinbar. Jetzt macht er hier gerade einen ziemlich schnellen Abflug. Hat sich unser Damage geändert durch das Ding, was wir eingesammelt haben?
3,5er Damage. Keine Ahnung. Aber er hat sich jedenfalls verabschiedet. Jetzt schon mal. Komm, HP ab. Die Tiersab ist auch nice, aber jetzt müssen wir halt den nächsten Boss noch überstehen. Ach, ich brauch HP ab und so. Scheiß. Wait! Das war Squeezy. Es gibt keine blauen Herzen. Selbst ein Item, was mir blaue Herzen geben würde, gibt mir keine blauen Herzen. Das heißt, hätte ich vorhin Guppies Paw eingesetzt, also vorhin in irgendeinem Part, hätte ich wahrscheinlich nicht mal was bekommen und einfach nur ein HP verloren. Squeezy hat mir gerade nichts an blau... Oder droppt Squeezy? Jetzt weiß ich es nicht. Ich glaube, Squeezy droppt blaue Herzen. Ich frage mich, was Items machen, die blaue Herzen direkt oben reinsetzen. Oh Gott, 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 oh Gott. Können wir bitte diesen Boss schaffen? Da wäre ich sehr dafür. Komm, du kannst dich doch jetzt langsam mal verabschieden und du auch. Komm, mach dich weg. Ich habe dich jetzt so oft getroffen, mach dich weg. Danke. Aber mit dem einen komme ich klar. Shish. Es ging ja, es war ein HP down. Es war einfach ein HP down. Ich hasse alles. Ja, Leute, ich nehme die jetzt einfach, weil ich habe nichts zu verlieren. Ach, das ist der Quatsch. Cool. Ich habe nichts zu verlieren. Ganz ehrlich. Soll ich? Naja, nee, komm, das machen wir jetzt nicht. Übertreiben müssen wir es auch nicht. Aber ich habe jetzt halt doch ein Herz. Was soll ich damit? Was soll ich mit dem einen Herzen jetzt noch anfangen? Ich kann nur hoffen, dass wir möglichst schnell in den Itemraum kommen. Kann man hier eigentlich auch in so einem kleinen Kammer auch? Kann ich in so einem großen eigentlich auch? Like, Arsch, ich komme nicht schnell genug rum. Aber das Tiersab ist ganz cool. Das sorgt halt schon dafür, dass wir die recht gut erledigen jetzt, die Typen. Also schlecht ist es nicht. Aber es ist auch noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Oh Gott, die war knapp. Die hätten mich fast erledigt, ne? So, jetzt muss ich mal was testen. Hätte ich das so rum? Ah, das geht. Und so rum? So rum komme ich auch. Okay, interesting. Okay, guter Raum. Ich muss da raus, ich muss da raus. Sache. Na gut, die eine Schlüssel ist schon mal nicht schlecht. Schauen wir mal, was die Itemräume so herbringen. Geh weg. So, bisher nichts mit Itemraum, aber jetzt haben wir schon zwei Schlüssel. Was natürlich für die nächste Ebene gut ist, aber für die jetzige Ebene halt nicht. Der war knapp. Der hat, drei Schlüssel. Shop.
Shop nützt mir so gesehen nichts, aber wir gucken. Oh, buh, 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 buh. Wir gucken natürlich rein, um zu gucken, gibt es ein 7er-Item? Was gibt's überhaupt? Es gibt ein 15er-Item. Ach ja. Das wird jetzt sehr schief gehen. Wie ich sagte. Oh Mann, ey. Bossraum, na toll. Der kommt viel zu bald. Der kommt zwei Itemräume zu bald, um es mal so zu sagen. Itemraum. Macht der diese komischen Häufen? Ah ne, der macht den Quatsch, okay. Gut, wir können aber beide Truhen öffnen. Völlig lost ich schon wieder. Sehr schön. Sehr schön. Okay, es gibt blaue Herzen. Gut. Es gibt blaue Herzen. Items, die blaue Herzen oben hinsetzen, geben blaue Herzen. Gabi's Paw hätte mir blaue Herzen gegeben. Haben wir das geklärt? Sehr schön. Selbst wenn dieser One jetzt nichts mehr wird. Aber das haben wir damit schon mal geklärt. Sehr gut. Gut zu wissen. So. Nee. Die Question ist nun Geheimraum, yes, no. Was könnte drin sein, was mir was nützt? Ganz ehrlich. Die meisten Sachen, die der Geheimraum geben könnte, sind Müll. Weil sie nicht da sind. Herzen sind nicht da. Was soll ich tun? Die richtige Antwort wäre übrigens Spiel gut können. Tears up. Mehr Tears up. Nice, nice, nice. Tears up. Nice. So. 36%. Ein Satanraum. Speed up. Auch nice. Nicht jetzt das Beste, aber ist okay. Wir sind... Ja, es ist nicht die beste Ausrüstung, aber es ist okay. Wir sind, noch am Start. Sagen wir es mal so. Und das Tears up ist, wie gesagt, das Tears up ist sehr gut. Also mit Tears up sind wir jetzt halt schnell am Erledigen. Tiersab ist wirklich sehr gut. So. Möglichst schnell jetzt Itemräume finden wäre halt das Ziel. Okay, der hat die erledigt. Sehr gut. Ah, das ist ein Unsichtbarer. Da muss man mal böse aufpassen, dass man die realisiert, dass die da sind. Noch ein Schlüssel. Thank you.
Okay. Mach dahin, geh dahin und mach die kaputt. Das hat nicht ganz funktioniert, aber einer, ich glaube, ein bisschen Schaden hat er gemacht. Ich glaube, ein bisschen Schaden hat er machen können. Geh weg von mir, mach keine lila Schüsse, bitte. Mach bitte keine lila Schüsse, die mich treffen werden. Weil ich denen nicht ausweichen kann. Ja, genau, die Scheiße meinte ich. Die sind nämlich, die sind halt zielsuchend, das ist das Gefährliche. Chariot, okay. Für einen Notfall können wir es einsetzen. Der Raum sah mir zu riskant aus. Sorry. Okay, 15er. Komme ich noch nicht ran. Müssen wir uns merken, dass der da ist. Ah, ich wollte nicht Cherry. Ich war so auf, keine Ahnung. Ich war einfach auf. Ich setze es jetzt ein. Ich weiß nicht warum. Oh Gott. Geh hin, mach die kaputt. Mach kaputt, was du kaputt. Oh boy! Das war es gleich komplett. Die explodieren, ne? Die dunklen explodieren. Und der Typ spuckt Kacke. Also nicht Kacke, aber Giftkram, scheiße. Ah, der Typ ist immer noch da oben. Mach dich weg, bleib unten. Oder geh kaputt. Mach Boom. Danke. Junge. Nee, und du machst jetzt auch noch Boom. Puh! Das hätte auch anders laufen können. Oh nee! Was ist das für eine Scheißraum? Hier irgendwo ein Itemraum, der rausführt? Nein, es führt noch nicht mal der Itemraum raus. Gehen wir hier, wir gehen hoch. Okay, der Raum sollte passen. Jo, ich hab fast nicht hingeguckt. Ja. Hoch. Jo. Nee, Freunde. Nee. Du gehst weg. So, nur noch kleine Mistkackhaufen übrig. 11 Münzen. Das 15er Item rückt in greifbare Nähe. Den habe ich nicht realisiert, dass der da ist. Weg mit dir. Ganz schnell weg mit dir. Zum Glück bin ich schnell. Nice. Das ist noch so einer. Kann ich erstmal den erledigen? Okay, ich geh erstmal für die hier. Dass die Mistdinger weg sind. Hier in der Ecke ist auch einer, dachte ich mir. Kann ich den von hier? Scheiße. Okay, es wird kritisch. Okay, sehr gut. Itemraum.
Little Gish, na gut. Nicht jetzt so der Favorit von mir, aber hey. Oh no! Gar kein guter Raum. Da muss ich jetzt böse ausweichen die ganze Zeit. Ich guck mich schon mal um, was hier räumlich technisch rausgeht. Kann weiter nach links, rechts. Oh Gott. Nein! Ich... Intensifying Tears. Ach, das sind die Dinge. Lies mal kurz nach. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, was sie machen. Solange ich in eine Richtung schieße, erhöht es die Feuerrate. Feuerrate. Sobald ich die Richtung aber ändere, wird es zurückgesetzt. Dann testen wir mal kurz. Ne? Das ist das Ding. Weil ich in eine andere Richtung drücke, geht es wieder zurück. Was man leider ja oft tun muss. Also, nicht das geilste Item. Es würde mich nur interessieren, ob der den Effekt durch Räume mitnimmt. Wenn ich weiter nach unten drücke auf dem nächsten Raum. Ja. Dann versuchen wir doch mal so zu bleiben. Walls of Steel. Okay, die Pille gibt es auch. Die ist nicht rausgenommen. Das ist doch schon mal ganz gut. Nein! Boah, ich hatte gerade Bedenken. Wie komme ich da jetzt von oben am besten ran? Ja, so. Nee. Geht runter. Ich will meine Richtung nicht ändern. Okay, ist Bescheid. Interesting, interesting. Ein Guppy-Item. Oh, kein guter Raum. Aber dadurch, dass ich gerade die schnellen Tiers habe, komme ich, denke ich, ganz gut durch. Hör auf, die Kacke da zu machen. Danke. Ja, und rückwärts raus. Okay, hier war nichts weiter. Oha, okay. Anderer Itemraum, sehr schön. Dann gehen wir auch gleich zum Boss. Länger will ich mich jetzt hier dann doch nicht aufhalten aus der Position heraus. Okay, die Megabohne. Abflug. Kann ich die eigentlich beim Boss? Weiß ich gerade gar nicht.
Nützt die was? Wir werden es gleich wissen. Hey, wieso hat es das zurückgesetzt? Ich habe die Richtung nicht geändert. Nein! Die Richtung nicht geändert. Oh, das ist natürlich allerdings blöd jetzt, weil ich muss da hoch um die Richtung, um den abzuschießen. Aus der Richtung. Ne, da muss ich in die Richtung einfach feuern. Muss ich halt einmal die Richtung wechseln. Aber dann bleibe ich in der Richtung. Bleibt mal... Oh, fuck, ey. Bleibt mal bei dem Boss ja sowieso. Also passt es schon. Hör auf, irgendwelche Kacke zu spawnen. So ist gut. Okay. Kann man machen. Kann man machen. Oh, das ist jetzt blöd. Da muss ich die Richtung leider ein paar Mal wechseln. Hilft leider nichts. Da kann ich den Effekt jetzt nicht nutzen. Aber es ist okay. Also wir kommen durch. Wir kommen durch. Der Boss ist jetzt nicht das große Problem. Damage und Range haben. Nice. Okay. Gehen wir weiter. Schlüsseltechnisch sind wir gut dabei. Wir haben ein Guppy-Item. Das ist auch nicht verkehrt. Böser Raum. Aber alles gut. Da wäre ein Stein. Ja, komm. Okay. Schade. Ja, also ich... Oh, fuck. Fuck me. Das war nicht so cool. Tut die eigentlich auch weh oder machen die einfach nur das Ding runter? Bossraum jetzt schon. Ich meine, ich bin ganz ehrlich. Den ersten könnten wir eigentlich angehen, sobald die Bohne aufgeladen ist. Like, why not? Scheiße. Ja, jetzt ist es nicht mehr so geil. Ich wollte eigentlich schnell genug das Fass in der Mitte explodieren lassen. Ah, es hat überhaupt nicht den Effekt gehabt, den ich wollte, weil keiner in der Nähe war. Oh, okay. Interesting, da hat sich Guppy ausgesetzt, ausgelöst. Also Guppys Color. Das ist allerdings jetzt auch nicht gerade der Raum, in den ich gewollt hätte. Ach, leck. Der will meine Keys, kriegt er nicht. Okay. Okay. Ich brauche noch eine zweite Bombe für diesen Raum. Und dann brauchen wir noch mal eine Bombe für in dem Raum, ne? Yikesy. Vielleicht haben wir diesmal mehr Glück mit dem, mit der Trapdoor. Was soll ich denn damit? Reset!
Den kann man auf jeden Fall mitnehmen, weil egal, wenn man... Oh, die Kinder! Ey, jeder Treffer regt mich auf. Weil ich halt die Treffer nicht mehr zu... zurückbekomme. Darf kein Treffer passieren in dieser Challenge. Es darf einfach kein Treffer passieren. Ach ja. So, okay. Wenn ich das jetzt geschickt anstelle, sollte ich mehr Bomben mitnehmen können als normal. Probieren wir es mal so. Und dann so. Schade. Hat nicht ganz so funktioniert, wie ich das wollte. Was ich sagen wollte, mit der Key brauche ich halt keine Schlüssel mehr. Weil zwei Aufladungen und ich komme in einen Itemraum rein. Oder Shop oder alles. Also grundsätzlich gutes Item. Nur vielleicht für den Anfang von dieser Challenge. Ja, schwierig, ne? Weil halt das nichts am Damage ändert, es ändert nichts an der... Es ändert nichts an gar nichts. Es ändert nichts an gar nichts. Ach, wann kommt der Boss? Ich will den Boss. Was heißt noch einer? Wir haben jetzt einen. Insofern ist das okay. Shop wollte ich eigentlich gar nicht rein, aber kann man ja natürlich mal machen. Ein 15er Item ist da. Wir haben kein Geld. Insofern weiter im Programm. Aber das Schlimme ist ja, selbst wenn die Curses aufgehoben werden, die Geschichte mit den Herzen, und die macht eigentlich das Schlimmste in der Challenge aus, ist damit nicht aufgehoben. Die Flüche sind ja gar nicht mal das Problem. Außer einer der Flüche sorgt dafür, dass keine Herzen zu droppen. Das kann natürlich... Macht es einer der Flüche? Ich weiß es gar nicht. Wo geht's denn zum Boss? Bin ich dumm? Hat's mich jetzt irgendwie teleportiert manchmal oder bin ich einfach doof gelaufen? Okay, hier war ich noch gar nicht. Oh, cool. Hat jetzt wieder zwei aus einem gemacht? Oh mein Gott, ich könnte ausbrechen. Oh yes, ein HP ab. Aber das Problem ist, dieses HP ab nützt mir...
insofern noch nichts, solange ich es nicht auch auffüllen kann. Das ist ja immer das Hauptproblem bei den HP-Ups. Ja, man kann sie nicht auffüllen. Ich habe jetzt immer noch nur ein rotes Herz. Und es bleibt auch jetzt nur ein rotes Herz. Kann ich drehen und wenden, wie ich will. Das ist halt nicht so gut. Dass es jetzt einfach nur ein rotes Herz bleibt. So. Der wirft irgendeine Scheiße aus. Oh Gott. Ja, jetzt geht auch die Konzentration noch mehr flöten gerade. Wenn ich die Augen zumachen würde, würde ich wahrscheinlich einschlafen. HP up, nice. Haben wir 5 Herzen, aber nur 2,5 gefüllt. Ey, es ist doch zu. Es ist doch einfach nur zum Kotzen. Der Typ geht zum Glück schnell. Macht auch kein Problem, weil er keine Kugeln schießt, er macht nur Bomben. Ja, komm, versuch's doch. So, tschüss. Satan, die jetzt. Oh, jetzt wird's wieder blöd. Okay, Hierophant bringt nichts, weil er die Karten spawnen würde, die blauen Herzen. Good to know. Joker. Okay. 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 Ich gehe jetzt mal voll Risiko. Hier würden jetzt blaue Herzen und weiße Herzen liegen und weißt du nicht, was alles. Was Moment, ich habe jetzt ja das Schlüsselding. Was passiert eigentlich, wenn ich den jetzt besiege? Krieg ich dann ein anderes Item? Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war, by the way. Nee, war nicht so eine kluge Idee. Dass ich 5 Schüssen nicht ausweichen kann. Wow, das war knapp. Also spawnt er dann ein neues Pedestal-Item? Ich hoffe ja. Sonst wäre das jetzt umsonst, was ich tue. Aber ich muss es rausfinden, weil ich es halt wieder nicht weiß. Und ich bin gerade echt sauer, dass ich hier kein Item... Ich habe so eine schöne Idee gehabt. Da kriege ich schon die scheiß Joker-Karte. Und dann ist es einfach... Für einen Hintern. Ich war gerade im fucking Engelraum und es war für einen Hintern. Alter, ich fühle mich komplett verarscht. Das war, es hätte jetzt halt echt ein Engel-Item sein können. Es ist zwar noch lange kein Garantie-Dings für den Sieg. Na, das ist noch lange kein... dann gewinnen wir diese Runde. So, aber... Och, jetzt...
Aber ist doch kacke. Ist doch alles kacke, Mann. Nur das dafür, dass ich zurück darf. Ja, das war's. Hier komme ich nicht raus. Das ist ja. Ein Part. Wobei, ich bin echt müde. Ich glaube, ich muss mal aufgeben. Was machen wir denn jetzt mit dem Ultra-Hard-Ding? Jetzt habe ich 4 Parts aufgenommen, glaube ich. Uff. Reicht auf jeden Fall. Ich habe die Schnauze voll. Ich glaube, wir lassen Ultra-Hard erstmal und machen nächstes Mal normal weiter. Und fangen irgendwann nochmal an oder so. I don't know. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.